Es gibt im Internet ganz viele Social-Media-Apps und Webseiten, wie zum Beispiel TikTok oder Instagram, von denen ihr mit Sicherheit schon einmal gehört habt. Diese und viele andere Apps kann man in dem sogenannten App Store oder Play Store auf seinem Handy oder Tablet herunterladen. Man kann es sich wie einen großen Einkaufsladen vorstellen, in dem man sich verschiedene Spiele und Apps holen kann. Wenn ihr dann in diesen nach Apps sucht, steht dort oft ab so und so vielen Jahren freigegeben. Also eine Altersbeschränkung und die Empfehlung, sich diese App erst ab einem gewissen Alter herunterzuladen. So steht hier zum Beispiel, dass TikTok ab 12 Jahren freigegeben ist. Eigentlich steht allerdings in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der App, dass TikTok erst ab 13 Jahren ist. Aber warum gibt es überhaupt diese Altersbeschränkungen und wofür sind sie gut? Dafür gibt es mehrere Gründe. Ihr könntet zum Beispiel aus Versehen auf Videos landen, die Inhalte zeigen, die nicht für eure Altersgruppe gedacht sind oder euch Angst machen könnten. Vor allem bei TikTok kann das sehr leicht passieren, da ihr die Videos nicht selber anklickt, sondern sie automatisch abgespielt werden, ohne dass ihr wisst, um was es in dem Video geht. Ein weiterer Grund, sich an Altersbeschränkungen zu halten und allgemein im Internet aufzupassen, wo man hinklickt, sind Werbungen und sogenannte In-App-Käufe. Das bedeutet, ihr gebt im Internet echtes Geld aus, um zum Beispiel in einem Spiel eine Figur oder ähnliches zu kaufen. Es kann auch mal recht schnell oder aus Versehen passieren, dass man im Internet echtes Geld ausgibt. So kann man zum Beispiel bei TikTok in Livestreams Geld an Kanäle spenden und bezahlt dabei auch mit echtem Geld, wahrscheinlich dem eurer Eltern. Außerdem können manche Werbungen auch versuchen, euch dazu zu bringen, Dinge zu kaufen oder zu wollen, die ihr eigentlich gar nicht benötigt. Deswegen ist es besser, Plattformen zu benutzen, die keine Werbung schalten. Wie vorhin schon erwähnt, spielt TikTok die Videos von alleine ab und sie müssen nicht mehr extra angeklickt werden, wie es bei anderen Videoplattformen wie zum Beispiel bei YouTube der Fall ist. Das führt dazu, dass es einem gar nicht mehr so leicht fällt, die App wieder zu schließen oder nur ein paar andere Videos anzuschauen und dann gezielt aufzuhören, weil sofort ein weiteres Video beginnt. Dadurch kann es leicht passieren, dass man über eine Stunde auf der Plattform verbracht hat und überhaupt nicht bemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Obwohl ihr in dieser Zeit super viele andere Dinge hättet machen können und eure Zeit wahrscheinlich besser verbracht wäre, als nur in das Handy oder Tablet zu schauen. Bei zu viel Nutzung kann TikTok sogar süchtig machen. Die Plattform TikTok ist außerdem bekannt für Challenges und Mutproben, die aufgenommen und später auf der Plattform hochgeladen werden. Auch wenn die meisten solcher Challenges auf den ersten Blick lustig wirken, sind sie es meistens nicht. Oft sogar das Gegenteil, denn sie können sehr gefährlich sein und es haben sich schon sehr viele Leute beim Nachmachen solcher Challenges verletzt. Also gilt, erstens nicht auf TikTok gehen, wenn ihr dafür noch nicht alt genug seid. Und zweitens solltet ihr auch, wenn ihr die Plattform nutzen dürft, vorsichtig sein, immer darauf achten, was ihr auf TikTok tut und am besten generell keine Challenges mitmachen. Ein weiteres Problem bei TikTok ist, dass jeder die Plattform nutzen kann, auch Personen, die ihr nicht kennt. Darunter sind natürlich auch immer freundliche Menschen. Allerdings könnt ihr nie wissen, mit wem ihr in Kontakt tretet und seid dadurch auch für gefährliche Leute sehr leicht erreichbar. So kann euch zum Beispiel jeder einfach so Dinge schreiben, die ihr nicht lesen wollt oder die gemein sein könnten. Auch wenn euch jemand eine nette Nachricht schreibt, solltet ihr nie jemandem Fremden vertrauen und persönliche Informationen über euch oder eure Freunde verraten. Bei TikTok kann man auch Videos posten. Dabei solltet ihr natürlich ebenfalls keine persönlichen Daten preisgeben, da auch fremde Leute diese sehen könnten. Es ist wichtig, im Internet allgemein aufzupassen, wohin man klickt und was man macht. Die Tipps, die wir euch gegeben haben, gelten nicht nur für das Internet und Social Media allgemein, sondern besonders für die Plattform TikTok. Es ist wichtig, dass ihr euch an die Altersbeschränkungen haltet, da Apps wie TikTok einige Risiken mit sich bringen können und aus diesem Grund erst ab 13 Jahren freigegeben sind.